Hallo und herzlich willkommen zu meinem Halloween-Snacks-Video. Ich habe heute 10 einfach gruselig ekelhafte Halloween-Snacks für eure Party. Ich wünsche euch auf jeden Fall mega viel Spaß beim Zuschauen und eventuell Nachbacken. Für die ekligen Zigarettenstummel habe ich hier Rohrzucker, welches ich eingefärbt habe. Einmal mit schwarzer Farbe und einmal mit roter Farbe. Ich habe Rohrzucker genommen, weil er etwas grobkörniger ist, also die Kristalle sind einfach größer und es macht einen viel, viel besseren Effekt. Da ihr den eingefärbten Zucker mindestens 24 Stunden trocknen lassen müsst, müsst ihr das ganz am Anfang machen. Nach der Trocknungszeit kann man sehen, dass der Zucker so zusammenklebt, aber das macht gar nichts. Dann nehmt ihr euch einfach einen Löffel und kratzt ihn so auseinander. Es geht auch ziemlich einfach und dann seid ihr mit eurem Zucker fertig. Ich habe mir dann ein Wasserbad vorbereitet, weil ich ja für meine Zigaretten einen weißen Überzug gebraucht habe und deshalb musste ich ein bisschen weiße Kuvertüre einschmelzen. Nachdem das auch erledigt war, habe ich sie ungeschüttet in ein etwas höheres Glas, damit ich damit gut tunken kann und habe mir dann alle Sachen noch vorbereitet, wie zum Beispiel ein Schneidebrett und dann die Grissinis, weil aus den Grissinis wurden dann meine Zigaretten. Ich habe sie mir dann zurechtgeschnitten, also so einen leichten Schnitt mit dem Messer und dann könnt ihr das super perfekt abreißen, ohne dass es irgendwie kaputt geht. Ich habe mir dann noch ganz kurzfristig überlegt, dass Zigarettenasche ja nicht pechschwarz ist, sondern eher gräulich und habe dann den schwarzen Zucker mit ein bisschen weißen Kristallzucker vermengt, so damit er einen leichten grauen Touch bekommt. Habe mir dann auch noch ein bisschen roten Zucker in ein kleineres Gefäß umgeschüttet, damit ich nicht den ganzen Zucker einsaue und dann einen Aschenbecher vorbereitet. Natürlich sollte der sauber sein, am besten neu und unverwendet und dann geht's schon los mit dem Dekorieren. Ich habe mir hier so eine Grissini zur Hand genommen, habe sie in meine weiße Kuvertüre eingetunkt und zuerst dann in den roten Zucker eingetunkt. Das sollte die Glut, die heiße Glut darstellen und dann anschließend in das grau-schwarze Zucker dann noch reingegeben und ich finde, das schaut schon richtig, richtig echt aus. Also man könnte meinen, dass das wirklich eine Zigarette ist, oder? Was sagt ihr? Ja, und das habe ich dann mit allen Grissinis gemacht, die ich mir vorbereitet habe. Und die schauen nicht nur super echt und ekelhaft aus, nein, die schmecken sogar sehr, sehr lecker. Diese Kombination aus den bisschen salzigen Grissinis mit dem Zucker und der weißen Kuvertüre ist super lecker. Ich habe mir dann anschließend auch noch ein bisschen Zucker rausgenommen, um ein bisschen Asche in den Aschenbecher reinzutunken, damit es noch ein bisschen realistischer ausschaut und habe noch ein paar Zigarettenstummel auf ein Holzbrett vorbereitet und fertig sind die super ekelhaften Zigarettenstummel. Weiter geht's mit unseren kleinen Kürbissen. Hierfür habe ich viele kleine Marmorküchlein gebacken. Die genaue Mengenangaben schreibe ich wie immer unten in die Infobox hinein. Und ja, los geht's. Ich habe zuerst mal die Butter, da braucht man eine ganze Butter dafür, genommen und sie reingehauen, dann den Zucker darüber geschüttet und dann Vanillezucker auch, kommt auch dazu. Dann habe ich mal alles zusammengemixt. Nachdem die Butter und der Zucker gut verrührt sind, kommen dann noch die Eier dazu, diese wieder auch miteinander mixen, also immer so etappenweise. Dann habe ich mir das Mehl zur Hand genommen und 2 Teelöffel Backpulver hinein vermengt und es dann dazu geschüttet zu meinem Teig. Und ganz zum Schluss habe ich noch ein bisschen Milch drüber getan und es auch noch miteinander vermengt. Und fertig ist mein Marmorkuchenteig. Den fertigen Teig habe ich dann in meine Mini-Marmorküchlein-Silikonform eingefüllt und habe den dann bei ca. 160 Grad Umluft 30 Minuten lang ausgebacken. Nach der Backzeit unbedingt auskühlen lassen und erst nachdem sie gut ausgekühlt sind, kann man sie dann auch langsam rausholen. Man muss nur aufpassen, dass man sie nicht kaputt macht. Ganz, ganz wichtig, weil ja, ist mir auch schon passiert, dass man es dann rausnimmt und es bricht. Und ja, habe die dann einfach alle rausgeholt und anschließend habe ich dann diesen unteren Teil abgemacht, weil ich möchte die ja stapeln. Das ist aus 2 kleinen Gugelhupfen wird ja dann ein kleiner Kürbis. Damit diese kleinen Küchlein auch miteinander verbunden bleiben, habe ich eine Buttercreme gemacht. Hierfür braucht man einfach nur Butter und Puderzucker. Ich habe auch ein bisschen Vanillepaste dazu getan, damit es einfach ein bisschen leckerer schmeckt, so ein bisschen mehr nach Vanille.
diese Zutaten einfach miteinander vermengen. Also man fängt immer mit der Butter an, rührt die so ein paar Minuten, mit der Vanillepaste natürlich, und erst danach kommt der Puderzucker hinein, und den würde ich auch eher so etappenweise dazugeben, um zu schauen, ist das jetzt schon genug oder brauche ich noch mehr Butter? Das muss man dann selber entscheiden. Ich habe dann meine Buttercreme orange eingefärbt, damit es natürlich wie ein Kürbis ausschaut, und habe mir so eine Paste genommen, also so eine Gelfarbe, Lebensmittelfarbe natürlich. Ja, miteinander verrühren so lange, bis der gewünschte Farbton dann da ist, und habe sie dann mit so einem Tüllbeutel zwischen die Küchlein raufgespritzt und sie dann übereinander gestapelt, also übereinander gesteckt, und somit waren meine kleinen Küchlein bzw. kleinen Kürbisse dann schon fertig. Natürlich schaut das noch nicht wie ein Kürbis aus, aber deswegen machen wir gleich weiter. Wie ihr seht, habe ich mir nämlich hier für grünen Fondant zur Hand genommen, um mir daraus erstens so einen Kürbisstiel rauszuformen und auch ein kleines Blatt, damit das Ganze noch ein bisschen nach einem Kürbis ausschaut. Für mein Blatt habe ich mir einfach so einen Stern, also so einen Weihnachtskeks-Ausstecher zur Hand genommen und mir daraus einfach einen Stern rausgeschnitten. Und diesen Stern, oder besser gesagt diese Sterne, habe ich dann noch dekoriert. Und zwar habe ich dann mit dem Messer so blattähnliche Schlitze reingemacht. Und das hat, finde ich, richtig gut ausgesehen. Zum Schluss hat es dann wirklich wie ein Blatt ausgeschaut. Habe mir aus den Resten aber natürlich auch einen Kürbisstiel geformt. Das geht super einfach. Da macht man sich einfach ein paar kleine Würstchen. Und bevor es aber jetzt mit dem Dekorieren des Fondants weitergeht, habe ich mir ein bisschen weiße Kuvertüre wieder vorbereitet, wieder geschmolzen. Habe diese mit meiner orangenen Lebensmittelfarbe eingefärbt und habe die weiße Kuvertüre über die kleinen Marmorküchlein geschüttet. Also nicht gleichmäßig, ich wollte, dass es so leicht drüber rinnt. Leider rinnt weiße Schokolade nicht so flüssig wie braune Kuvertüre, aber macht gar nichts. Weil anschließend kommt ja noch unser Fondantblatt drauf. Wie ihr seht, habe ich dann in der Mitte noch ein Loch hineingemacht, damit ich den Stiel auch erstens besser reinstecken kann. Und das ging auch wirklich super einfach. Und ich finde, dass es anschließend, als es fertig war, dann wirklich wie kleine Kürbisse ausgesehen hat. Ich habe übrigens beim Stiel ja noch dieses Runde noch weggeschnitten, damit es einfach wirklich wie so ein abgeschnittener Kürbisstiel ausschaut. Und fertig sind die kleinen Kürbisse, und die haben auch wirklich super, super lecker geschmeckt. Für unseren nächsten Halloween-Snack habe ich kleine Pizzasärge gemacht. Hierfür habe ich mir aus dem Internet einen Sarg ausgedruckt und den mal zurechtgeschnitten auf ein Blatt Papier und es dann auf ein Karton aufgezeichnet und dieses dann ausgeschnitten, damit ich einfach eine Schablone habe, die ich dann auf meinen Pizzateig vorzeichnen kann. Ich habe mir hierfür einen fertigen Pizzateig gekauft. Man kann aber natürlich auch selber einen backen, wenn man das möchte. Und ja, wie ihr seht, habe ich dann mit dem Messer mir drei Oberteile und drei Unterteile rausgeschnitten. Diese dann aufs Backblech schon mal platziert, und in der Mitte kommt dann leckere Pizzasauce rein. Und anschließend habe ich dann Mozzarella-Käse, also wir lieben Mozzarella-Käse, deswegen habe ich den gewählt. Man kann aber auch jeden anderen Käse nehmen, den man möchte. Und habe den dann über die Pizzasauce drüber gestreut. Nachdem ich mit dem Verteilen des Käses fertig war, habe ich mir dann das andere Oberteil sozusagen vom Sarg genommen und es dann mit einer Gabel reingedrückt, damit meine kleinen Särge auch wirklich zu sind. Die Pizzasärge kommen dann bei ca. 200 Grad Umluft für 10 Minuten in den Ofen. Und so schauen sie dann aus, wenn sie fertig ausgebacken sind. Ich habe mir dann auch ein bisschen Ketchup zur Hand genommen und habe mit dem Ketchup mir ein Kreuz noch drüber gemalt. Und tada, fertig sind die gruseligen Särge. Für den nächsten leckeren Halloween-Snack, die Spinnenmuffins, habe ich hierfür Schokomuffins gebacken. Dafür braucht man Mehl, Zucker, Vanillezucker, Milch, Eier, Butter und Backkakao. Butter mit Eier und Zucker vermengen. Vanillezucker auch nicht vergessen, kommt auch dazu. Dann ganz gut durchmixen. Dann kommt das Mehl, der Backkakao und ganz zum Schluss die Milch dazu. Und dann wird alles ganz gut miteinander vermengt, bis es eine schöne glatte Masse hat.
Ich habe die Muffins dann in eine Muffinform eingefüllt. Natürlich habe ich das vorher noch mit diesen Muffinförmchen ausgelegt und es dann bei 200 Grad Umluft circa 20 Minuten ausgebacken. Nach der Backzeit die Muffins natürlich gut auskühlen lassen und anschließend habe ich dann mein Frosting gemacht. Um ganz genau zu sein, ich habe ein Frischkäse-Frosting gemacht. Dafür braucht ihr lediglich mal wieder Butter, diese ganz gut verrühren. Dann kommt wieder Puderzucker hinzu und ganz zum Schluss kommt dann der Frischkäse rein. Ich habe hier Brunch genommen und ganz wichtig, den Frischkäse nicht hineinmixen mit dem Mixer, sondern mit dem Teigschaber oder mit einem Löffel hinein verrühren. Das Frosting kommt dann nochmal für 30 Minuten in den Kühlschrank und in der Zwischenzeit habe ich dann meine Deko vorbereitet. Hierfür habe ich Oreo-Kekse auseinander gemacht und mir die anderen Sachen noch vorbereitet, wie zum Beispiel die Dekoschrift und auch die Zuckeraugen. Nachdem mein Frosting gut ausgekühlt war, konnte ich es schon dekorieren, also die Schokomuffins, die Spinnen-Schokomuffins. Hierfür habe ich mir Frosting auf meinen Muffin getan, dann einen Oreo-Keks draufgelegt und mit der Dekoschrift habe ich dann die Augen draufgeklebt. Und mit der Schoko-Dekoschrift habe ich dann die Spinnenbeine raufgezeichnet und fertig sind die Spinnenmuffins dekoriert. Also das ging wirklich super schnell und super einfach. Das habe ich dann natürlich bei allen Muffins wiederholt. Und so sieht dann das gesamte Endergebnis aus. Ganz eklige und gruselige Spinnenmuffins. Für unseren nächsten leckeren Halloween-Snack, die schmackhaft süßen Knochen, brauchen wir Eier, hier genau 3 Stück, und Puderzucker. Die Eier muss man vorher trennen in Eiweiß und Eigelb. Die Eigelbe braucht man nicht, man braucht hierfür nur den Eiweiß und den Eiweiß ganz steif schlagen, so lange bis er nicht mehr aus der Schüssel fällt, wenn man die Schüssel umdreht. Dann wisst ihr, ja, ist steif genug. Und danach kommt der Puderzucker hinzu, den auch nur ganz langsam reinrühren, also nach und nach immer wieder ein bisschen. Und das so lange, bis unsere weiße Baiser-Masse dann fertig ist. Ich habe mir dann einen Spritzbeutel zurechtgelegt in ein Glas und die ganze Masse hineingefüllt. Habe dann den Spritzbeutel oben mit einem Gummiring zugemacht, so damit die ganze Masse sich nach unten drückt. Und anschließend habe ich mir dann die Spitze des Spritzbeutels aufgeschnitten, damit ich natürlich die Masse auftragen kann. Auf ein Backblech habe ich das gemacht und es ging auch wirklich sehr einfach. Da muss man sich gar keine Gedanken machen, weil für einen Knochen muss man ja auch gar nicht so super genau sein. Es wird euch wirklich gelingen. Das ist sehr einfach. Nachdem ich dann mit dem Auftragen fertig war, kommen die Knochen für circa eine Stunde bei 90 Grad Umluft in den Ofen. Wenn sie so leicht angebräunt sind wie hier, seht ihr dann sind die Knochen fertig. Ihr habt eure gruseligen, leckeren Knochen fertig serviert und könnt sie auseinanderhacken. Für den nächsten gruseligen Halloween-Snacks habe ich hier Cake Pops gemacht. Dafür habe ich einen Teig vorgebacken. Die Zutaten werde ich euch natürlich wie immer unten in der Infobox reinschreiben, genauso wie die Zubereitungszeit. Ich habe hier zuerst die Butter mit dem Zucker und den Eiern miteinander vermixt. Danach kommt Mehl mit Backpulver dazu. Der Kakao natürlich darf auch nicht fehlen. Und dann wird das Ganze miteinander vermengt. Nachdem der Teig schön verrührt ist, habe ich mir ein Backblech zur Hand genommen und es mit Backtrennspray sorgfältig eingesprüht und dann den Teig eingefüllt. Der Cake-Pop-Kuchen kommt dann für ca. 25 Minuten bei 160 Grad in den Ofen. Nach der Backzeit gut auskühlen lassen und wenn er dann gut ausgekühlt ist, könnt ihr ihn schon in eine Schüssel reinbröseln. Am besten so klein wie möglich und anschließend kommt dann bei mir Marillenmarmelade dazu. Ihr könnt aber reingeben, was ihr möchtet, welche Marmelade ihr gerne esst, aber wir mögen Marille, deswegen kommen hier 3 volle Esslöffel Marillenmarmelade hinzu. Und anschließend wieder ganz gut miteinander vermengen. Deswegen am besten mit den Händen weiter kneten. Ich habe mir hier meinen Assistenten, der nicht grüne Hände hat, zur Hilfe genommen. Der hat für mich dann den Teig mit der Marillenmarmelade noch besser durchgeknetet und vermischt. Nachdem das Ganze dann gut durchgemengt war, kommt der Teig für ca. 30 Minuten in den Kühlschrank. Nach der halben Stunde kann man dann den Teig wieder rausholen und anfangen, die Cake Pops zu formen. Nachdem dann der ganze Teig verarbeitet wurde, habe ich mir dann so Holzgabeln zur Hand genommen und in die Cake Pops hineingesteckt.
Die Cake-Pops kommen dann für circa 30 Minuten ins Kühlfach. Aber nach diesen 30 Minuten kann man dann endlich mit dem Dekorieren anfangen. Ich habe mir hier weiße Kuvertüre vorbereitet und blaue Smarties. Ich habe mir dann so einen Cake-Pop an der Gabel genommen und ihn in weiße Kuvertüre reingesteckt. Das ist nämlich mein Augapfel sozusagen. Und habe mir dann so ein blaues Smartie genommen und diesen mit einem schwarzen Lebensmittelstift bemalt. Ich habe da nämlich eine schwarze Pupille drauf gemacht. Und das Smartie habe ich dann schnell in meinen Augapfel hineingeklebt, solange noch die Kuvertüre warm ist. Zu guter Letzt habe ich mir dann noch rote Zuckerschrift genommen und so Adern auf meine Augäpfel drauf gemacht, damit das Ganze noch ein bisschen gruseliger und schrecklicher aussieht. Und fertig sind unsere eingestochenen Augäpfel-Cake-Pops. Yummy, 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 lecker Augapfel. Der nächste leckere Snack sind Würstchenmumien. Dafür braucht ihr lediglich Frankfurter oder Würstchen eurer Wahl, Oliven zum Dekorieren der Augen und einen Pizzateig. Ich habe mir hier wieder einen gekauften genommen, aber man kann wie immer natürlich selbst einen backen. Den Pizzateig habe ich in Streifen geschnitten, also nicht den ganzen, sondern nur ein bisschen davon. Zuerst habe ich zu dicke geschnitten, dann habe ich mir das anders überlegt und den nochmal halbiert, weil diese Streifen, also diese Pizzateigstreifen, die legt man dann um das Würstchen. Man fängt am Kopf an und wickelt das Ganze so ein. Man lässt dann ein bisschen frei für das Gesicht, weil da kommen dann später die Augen dazu. Und wickelt schön irgendwie ohne System den Teig um das Würstchen, solange man zufrieden und glücklich damit ist. Das geht wirklich sehr, sehr einfach. Das Ganze habe ich dann natürlich mit allen vier Würstchen wiederholt. Und ganz zum Schluss habe ich dann noch aus dem Teig Augen geformt. Da habe ich mir einfach so kleine Streifen abgeschnitten, diese zu Kugeln geformt. Und anschließend dann habe ich mir eine Olive genommen, diese Olive dann in mini-futzi kleine Stücke geschnitten, also so klein wie möglich. Und daraus habe ich mir dann die Pupille gemacht. Das kleine Olivenstückchen habe ich dann in den Teig hineingedrückt und nachdem ich dann die Augen fertig hatte, habe ich sie dann auf mein Würstchen gelegt. Die Mumien kommen dann für circa 10 Minuten bei 200 Grad Celsius in den Ofen. Und fertig sind unsere leckeren, gruseligen Mumienwürstchen. Yummy, yummy. Für meinen nächsten Halloween-Snack habe ich Brownie-Teig vorbereitet. Die genauen Mengenangaben stehen natürlich wie immer unten in der Infobox. Für meinen Brownie-Teig habe ich Butter zusammen mit Kochschokolade verschmolzen. Dann habe ich die Eier mit dem Zucker und der Vanillepaste miteinander vermengt, mit einem Schneebesen. Das geht super einfach, da muss man überhaupt kein Gerät nehmen. Hier rein kommt dann die Kochschokolade, die mit der Butter verschmolzen ist, hinzu. Das wird dann nochmal verrührt. Danach kommt das Mehl noch rein und der Backkakao. Dann wieder nochmal miteinander verrühren. Und ganz zum Schluss kommen dann noch bei mir Haselnüsse mit rein. Aber das ist dann optional, falls ihr keine Nüsse mögt, Allergiker oder sonst irgendwas seid, könnt ihr das natürlich auch weglassen. Ich habe die Brownies in mein Muffinblech ausgebacken. Dafür habe ich mir mein Backtrennspray zur Hand genommen und das Blech gut damit eingesprüht. Mit einem Eisportionierer habe ich dann den Teig gleichmäßig eingefüllt. Die Brownie Muffins kommen dann bei 180 Grad circa 25 Minuten in den Ofen. Natürlich auch diese wieder gut auskühlen lassen und nachdem sie gut ausgekühlt sind, habe ich meinen Eisportionierer wieder zur Hand genommen und habe mit dem unteren runden Teil den Teig eingedrückt. Somit habe ich eine Aushebung in meinen Brownie Muffins und sie schauen aus wie süße kleine Hexenkessel. Für die Füllung habe ich mir eine Buttercreme angerührt. Hierfür braucht man Butter, Vanillepaste und natürlich ganz zum Schluss dann Puderzucker. Zuerst wird mal aber die Butter cremig gerührt und anschließend dann nach und nach der Zucker reingemixt. Also immer so etappenweise. Nachdem ich mit meiner Buttercreme fertig war, habe ich sie natürlich noch eingefärbt. Ich habe mir dafür eine grüne Farbe ausgesucht und habe sie schön grün eingefärbt, die Buttercreme. Das geht sehr, sehr einfach. Und geht ganz schnell. Nachdem die Buttercreme dann fertig ist, habe ich mir dann noch alle anderen Utensilien vorbereitet. Meine Hexenkessel natürlich. Dann habe ich hier Mini-Soletti-Stangen und dann diverse Zuckerstreusel noch vorbereitet. Dann habe ich meinen Hexenkessel zur Hand genommen und die Buttercreme hineingemacht. Hierfür muss man gar nicht genau arbeiten, weil
Die Suppe soll ja so ausschauen, als würde sie köcheln. Und da ist es schön, wenn sie so nach oben steht, die Buttercreme. Ich habe da noch Zuckerstreusel hinzugefügt, also so grün-schwarze. Und zum Schluss habe ich noch so ein paar Silberne drüber getan, gibt so einen leichten glitzernden Effekt. Und zum Schluss kommt eine Soletti-Stange rein, das ist dann mein Kochlöffel der Hexe. Ich habe auch ein paar Fledermäuse reingemacht, weil das darf ja in einer Hexensuppe natürlich nicht fehlen. Und fertig sind meine kleinen Hexenkessel, die noch dazu ganz lecker schmecken. Für meinen nächsten Halloween-Snack habe ich hier mal wieder weiße Kuvertüre eingefärbt, wie ihr seht. Diesmal mit Pulverfarbe. Und das geht wirklich sehr, sehr gut. Also falls ihr nochmal weiße Kuvertüre einfärben wollt, dann lege ich euch ans Herz, nehmt diese Puderfarbe oder Pulverfarbe, wie auch immer. Das ist einfach wirklich das Beste. Ja, ich habe hier grün gemacht, wie ihr sehen könnt, weil ich möchte kleine Frankenstein-Monster machen aus Marshmallows. Und dafür habe ich mir Cake-Bob-Stiele zur Hand genommen, diese in das Marshmallow hineingesteckt. Das geht wirklich sehr, sehr einfach. Habe dann den Marshmallow in die Kuvertüre eingetunkt. Und dann gut ausgeschüttelt, das ist immer ganz wichtig. Habe mir dann so eine Mini-Salzstange genommen und diese auseinandergebrochen, sodass ich zwei kleine, noch kleinere habe. Und habe sie dann in mein Frankenstein-Monster reingesteckt. Das sollen dann nämlich die Schrauben sein. Die kleinen Frankenstein-Monster kommen dann für ca. 30 Minuten in den Kühlschrank. Und danach kann man sie wieder weiterverarbeiten. Ich habe dann mit einer Schere die Soletti-Stangen, oder besser gesagt Schrauben, dann noch zurechtgeschnitten, dass sie noch ein bisschen kürzer sind. Und nachdem ich damit fertig war, habe ich mir ein bisschen braune Kuvertüre, also Schokokuvertüre, fertig gemacht, warm gemacht. Und damit habe ich dann die Haare des Frankenstein-Monsters, ja, raufgezeichnet. Ich habe mir dann so einen Schaschlik-Spieß genommen und ja, das so langsam runtergezogen, sodass es wie Stirnfransen ausschaut. Und das sah wirklich super süß aus. Anschließend habe ich dann mir so zwei Zuckeraugen genommen und diese mit genau dieser Kuvertüre raufgeklebt. Das geht sehr, sehr gut. Und ja, dann war ich fertig mit den Augen. Und anschließend nochmal mit dem Schaschlikspieß habe ich mir dann einen Mund, so einen Frankenstein-Mund draufgezeichnet. Das ging auch wirklich ganz einfach. Und fertig sind meine süßen, schrecklich süßen Frankenstein-Monster. Die sind echt herzig, oder? Und sehr, sehr lecker. Mein letzter Halloween-Snack ist sehr, sehr einfach zubereitet. Da ist mir nämlich vom letzten Snack von den Frankensteins noch so viel grüne Kuvertüre übergeblieben. Da habe ich mir gedacht, dass ich so eine leckere, gruselige Monster-Schokolade mache. Und dafür habe ich einfach die Schokolade oder die Kuvertüre in ein Backblech geschüttet, das natürlich mit einem Backblech ausgelegt war. Habe sie dann geklopft, damit alle Luftlöcher rauskommen und habe sie dann einfach dekoriert mit meinen Halloween-Zuckerstreusel. Da habe ich ein paar Knochen reingelegt und ein paar Fledermäuse, Geister. Ich habe auch ein bisschen Gummizeugs reingetan und das ist wirklich super schnell zubereitet. Da kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen, Zuckerstreusel reinstreuen. Das kann man dann machen, wie man möchte und es schaut immer gut aus und es wird immer gelingen. Nachdem ich dann fertig war mit meiner ganzen Dekoration, habe ich das Backblech in den Kühlschrank gelegt, um die Kuvertüre natürlich auszuhärten und das ging auch wirklich sehr, sehr schnell. Und wenn man möchte, kann man die Schokolade dann noch zurechtschneiden und schon ist sie fertig serviert, die Monster-Schokolade. Und das war's auch schon mit meinem leckeren, gruseligen Halloween-Snacks-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr konntet euch inspirieren. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen und schreibt mir gerne in die Kommentare, welches würdet ihr sofort nachbacken. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss!